Und dafür kommt ja jetzt ein schicker Arzt. Hallo! Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf deiner langen Reise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Und dich dann heiraten. Okay. Richard Fabers. Trainer Marilyn. Toll, ein Drachentrainer. Mal wieder. Da haben wir ja immer so wenig von. Ja. Ist in dem Sinne dann egal. Kann mal gerne Schwäbe. Nein, scheinbar nicht. Halt! Kann mal gerne! Boah, ey. Ja, gut, können wir ja heilen. Schön, wozu habe ich denn eine Kraftwurzel? So egal! Dieser verfickte Arzt! Es wird auf jeden Fall nichts mehr so viel ausmachen. Wie gesagt, wir waren Volltreffer. Und wir wollten ihn heiraten. Jetzt kann er sich ruhig abschminken hier jetzt. Das kommt drauf an. Wenn er seine eigene Praxis hat, dann eher nicht. Er hat viel Geld! Hm. Ha! Nicht mit uns! Nicht mit Morganis! Mhm. Ja. Oh. Ja, okay. Was war der nächste Level Cup nochmal? 39? Ja. Nicht, wenn wir wieder vorher wieder zu Turm XY gehen müssen. Ja, ich glaube, das war nicht. Jawohl, Affen! Oh nein, Rauhaut! Oh oh. Aber das Schambolzen von Zähnebing ist noch gewirkt. Es ist mit Scham gestorben. So im Umfallen hat es noch zugeblinzelt. Während der Kopf von ihr durch die Gegend flog. Ne? Ich glaube, das ist jetzt mal eins der wenigen Pokémon, wo wir nicht todtraurig sind. Also, man muss jetzt sagen, Zähne hat die meisten Kämpfe für uns geregelt. Zähne hat geregelt. Ja. Ja. Zähne regelt. Aber ich habe fast damit gerechnet, dass Drachenklau nicht überlebt, also. Ich glaube, wir hätten doch auf Tier wechseln sollen. Bam! Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Überreste! Ja! Metallklau ist. Dann ist sie definitiv tot. Eisenstachel. Wow, ernsthaft. Der Einhaken, der. Dann würde ich vorschlagen, wir teleportieren uns. Sicher. Dauert der Wendelberg noch so lange. Oh, fuck. Das ist erst so die Mitte. Oh, nee, ey, boah. Ja, wir sehen uns genau an der Stelle in 2 Sekunden wieder. Genau, bis gleich. So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Ihr seht, es hat sich einiges getan. Drei Sachen haben sich getan, auf jeden Fall. Uns ist nämlich was Dummes passiert. Ein Malheur nach dem anderen. Ach, das war so unglaublich. Schlappohr ist ja während der Aufnahme gestorben. Yeah. Dann ist aber Pucci beim Training gestorben. Yeah. Dann ist Morganis beim Training gestorben. Dann ist Litumid, was niemand je gesehen hat, beim Training gestorben. Dazu muss ich aber sagen, Morganis und Litumid sind beides durch Volltreffer. Nee, Litumid gar nicht. Da hat Robustheit nicht gewirkt.
Ja. Erstes Blatt gegangen. Und ja, bei McGinnis war es ein Volltreffer. Ich glaube, sonst waren es, glaube ich, keine, die gestorben sind. Jetzt haben wir halt alle auf 32 trainiert und ich hoffe halt, wir überleben das, die ganze Scheiße hier. Er hat es heraufbeschworen, indem er gesagt hat, wir kommen Celebi immer näher. Ne? Das, hat sich, das haben sich die Pokémon zu Herzen genommen. Ja. Nein. Giflor war ja noch Gift, oder? 20 Gift, ja. Und dann dürfte Erdbeben sogar was bringen. Das ist das Schöne an, oh, an Razaf. Das kann Erdbeben lernen. Wir haben endlich wieder eine Pokémon mit Erdbeben im Team. Ja, das sieht unglaublich viel aus. Ne? Ja, doch. Gegen halt, wo es nicht gerade. Alter! Initiative ist wenigstens gesagt. Super. Toll. bin begeistert. Ja, absolut. Nochmal Erdbeben. Skiflo kriegen wir platt. Wir nehmen jetzt halt ein paar wilde Pokémon mit, damit wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, dann hoffen wir mal das Beste. Ja, also, wir hoffen. Mint dürfte jetzt jedenfalls schon das nächste Level haben. Bling! Ja, 33! Yay! Ist doch mal stärker geworden! Und Wakka muss sich halt noch entwickeln, sonst können wir es in keinen einzigen Kampf einsetzen. Es wäre tödlich. Ich habe es ein bisschen eingesetzt, da unten bei den Unlicht-Pokémon neben Rayono City. Ja, da haben wir trainieren müssen. Oh. Nachdem es das Vitomit gestorben ist, sind wir da hinten hingegangen. Ja, na, und dann ist ja nochmal was passiert, wo du den Speicherstand... Oh ja, da waren 2 Stunden Arbeit, waren für den Arsch, weil es den alten Speicherstand geladen hat. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich glaube, wir setzen mal Savit ein, weil egal ob Pflanze oder Gift, da ist Savit die bessere Wahl. Jetzt frage ich mich nur, wo müssen wir denn? Das sieht so aus, als wäre es hier der falsche Weg. Das heißt, wir gehen erstmal hier kurz hin. Mhm. Gut, dann gehen wir draußen nochmal beim Arzt vorbei, würde ich sagen. Ja. Es ist Gift. Warum haben wir eigentlich so ein Pech? Gift und Licht. Warte mal, macht Schaufler schon platt? Müssen wir mal testen. Ah ja, nicht erschrecken oder wie auch immer. Das ist Zorak. Das sieht immer nur aus wie der letzte des Teams. Also der nimmt die Gestalt des Teams an. Also das ist der letzte Platz des Teams. Ja. Ja, gut. Das ist seine Fähigkeit, ganz einfach. Aber er kann immer noch trotzdem dieselben Attacken. Als vorher könnte. Das ist nur, um den Gegner dazu zu verleiten, andere Attacken einzusetzen. Genau. Was ja beim NPCs ja nichts bringt. Doch, die denken auch, das ist halt Elektro und setzen dementsprechend die Attacke ein. Deswegen kam ja gerade, warum setze ich nicht einfach Geralt hier hin? Weil falls da jemand Psycho einsetzt, das hat ja keine Auswirkungen. Meinst du, die sind so... Die Trainer haben schon darauf so reagiert. So, einmal kurz noch auffüllen, dann ist auch Mint wieder fit. Mann, macht doch Spaß! Hier im Wendelberg. Oh, der Wendelberg ist doch zum Kotzen. Vitomit ist ja nicht mal hier im Wendelberg gestorben. Das ist ja das Traurige. Oh, das haben wir leider, das Witzige aus der Trainingssession haben wir leider nicht aufgenommen mit dem Keldeo, wo es einmal nichts legendäre Musik gibt. Da wieder legendäre Musik. Wenn legendäre auftauchen, voll kommt episch. Ja normalerweise voll das Intro und andere Musik und sowas. Ja. Das eine Mal ist halt im Kampf mit dabei, ganz normale Kampfmusik, okay. Direkt der nächste Kampf, 3 Schritte im Gras. Da ist die Musik, ich so, wow, was geht denn hier ab? Was kommt denn jetzt? Und war das Keldeo halt wieder da. Und dann das nächste Mal wieder 3 Schritte, Keldeo wieder, ganz normale Kampfmusik. Das war echt komisch. Aber wie gesagt, die Kampfmusik von den Legendären hier, die klingt ja so ein bisschen wie Mecha Space Battles. Für dich, ja. Ja, ein Volltreffer, cool. Oh, nice. Das war ein Slimer auf Level 34. Hutsasa. Warte mal. Giftpflanze. Irgendeiner konnte doch... Razaf konnte Hitzekoller erlernen, das wollte ich dem noch beibringen, für Gewissheit. Ja, ja, was uns jetzt natürlich nicht viel bringt. Ja, nein. Hutsasa, Pokémon wechseln. Wir können tatsächlich Oliver einsetzen. Wow! Also Oliver hat sich auch im Training herausgestellt, Oliver ist unser unnützes Teammitglied, das hat Tidus abgesetzt. Ganz einfach. Das hat so ausgeglichene Werte, dass es halt nichts kann. Er ist halt in nichts gut, aber in allem schlecht, so ungefähr. Ja. Boah.
Weil das Psychstrahl macht ihn jetzt nicht mal platt. Und Psychstrahl ist eine echt gute Psycho-Attacke. Ein Volltreffer war das sogar. Alter! Tidus, du machst mich... Tidus, jetzt zeige ich schon wieder. Oliver, du machst mich fertig. Das ist so schlimm. Ne? Ja, aber Hutzasala, muss man schon sagen, ist schon ein bisschen... Ja, aber nicht so. Nicht so. Nicht, dass man da solche Probleme hätte. Das ist so schlimm. Wenn man Hutzasala auseinanderschneidet, oder hat das Organe? Du bist gruselig. Aber nein, das ist... Ja, gut. Ja, gut, die... Ja, gut, ja. Bin halt gruselig, ja. Ja, spooky. Da läuft doch irgendwer rum. Das sieht aus nach einem... Hallo! Sag nichts! Ein Kampf sagt mehr als 1000 Worte. Okay. Warum hat er dann was gesagt? Um uns zu sagen, was wir nicht sagen sollen? Er ist ein Schreiber. Ja, natürlich. Daran liegt's. Ja, er ist nur in disguise. Edevolte. Okay. Level 36. Dann kann noch eh schaffen. Oh Gott sei Dank. Ah, es ist zuerst dran. Edevoltik ist ja zuerst dran. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, bitte ein Volltreffer. Das Blatt ist gleich. Jetzt kannst du es auch weckeln. Wir müssen es auswickeln. Auswerkeln müssen wir es. Los, dir. Ja, uns bleibt fast nichts anderes übrig. Aber Savit hat auch keine so gute Spezialverteidigung. Daran lag es wahrscheinlich. Hör? Hallo? Wow, es ist raffiniert. Wir haben eben Schaufler eingesetzt und Sternschauer hätte getroffen. Der NPC denkt mit! Oh mein Gott! Sie planen unsere Vernichtung. Bin ich ja gar nicht gewöhnt von NPCs. Großartiges Kimo. Hm? Tia kann halt immer noch keine vernünftige Attacke. Gyroball ist das einzige, was es halbwegs vernünftig kann. Ich finde Metallklammer jetzt nicht so schlimm. Es ist halt nicht stark genug. Tiak macht halt leider keinen Schaden. Dafür macht keiner an Tia Schaden. Nee, ja. Dafür kriegen sie alle an Tia Schaden, wenn sie so physisch angreifen. Ich schild und Gott sei Dank nix. So drüber, bam, don't. Denn für einen Moment ist mein Herz wieder stehen geblieben, ne? Ja, ich dachte auch gerade, das kann es nicht sein. Nachdem wir so glänzen. Ja, guck mal, Spezialverteidigung ist der schwächste Wert. Ich hab nicht hingeguckt. Wacka. Ich hab überall hingeguckt, muss nicht durch die Spezialverteidigung. Also sagen wir es mal so, das legendäre Zoroark hat 6 Punkte auf Spezialverteidigung mehr als unser WhatsApp, was ich noch entwickeln kann. Wow. Ampelleuchte, nice. Für, ich hätte fast gesagt, Schlitzer. Ich hätte eher Elektronetz gemacht. Wenn dann eher Elektroball. Je höher die Initiative des Anwenders. Ja, gut. Im Vergleich, das bringt halt in den meisten Fällen gar nichts. Außer gegen einen. Ja. Gegen ein Pokémon wie zum Beispiel Stein, wo Elektro nicht wirkt? Ja. Alles klar. Goofa zum Beispiel wäre jetzt ein neues, wo das... Ich hab vergessen, Tränke zu kaufen. Ja. Naja gut, aber so lange haben wir ja eigentlich nicht mehr. Ich wacke mit dem Händen so. So lange haben wir nicht mehr. Du wirst mich nicht von meiner Überzeugung abbringen können. Wow. Du solltest einen Topschutz nehmen. Aber wir brauchen Punkte. Also stimmt ja. Das ist schlecht. Hariyama? Ja. Unlicht? Achso, ja. Gut, das hat mich überzeugt. Ich benutze einen Topschutz. Nein! Fluchtseil! Das wäre so geil gewesen. Nein, wär's nicht. Okay. Nice, AP Plus. Das können wir immer gebrauchen. Ja, irgendwann, wenn wir mal vor der Liga stehen und wissen, okay, jetzt ist es egal, ob eins stirbt. Jetzt können wir jetzt mal hingeben. Huch! Hurra! Hat der mich erschreckt? Meine Pokémon lieben die Mineralien, nach denen hier geschürft wird. Heiße Pokémon-Kämpfer natürlich auch. Aber nur die heißen. Die kalten Pokémon-Kämpfer sind scheiße. Ja, das ist richtig. Jonathan! Lumi, was? Luminion, also die Ah, von Finion, die Weiterentwicklung. Ja. Gut, kommt da
kommt da. Schauen wir mal. Es kommt jetzt drauf an, wie stark es ist. Ja. Ihr habt den Spezialangriff schon gesenkt. Nachthieb könnte es sogar platt machen. Ja, danke. Weil zum einen ist es Stab und zum anderen trägt da, ich glaube, was war denn das? Der Expertengurt, physische Angriffe richten mehr Schaden an. Ja gut, aber dann kann ich jetzt ja Finte oder so einsetzen, ist ja auch hinüber. Ja. Finte trifft ja zu 100%. Ne? Ja, genau so. Mhm. Kratos. Wäre jetzt. Boah. Aber Mokka einsetzen. Nein. Tut mir leid, Mann. Toll. Niemals. Ich hab doch einen Wechsel rein. Ja, ernsthaft jetzt? Nein. 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 Es hat halt keine Verteidigung. Das ist nein, das Problem. Nein, dann nicht. Ich kann überlegen, wir haben keins, wo vernünftig wäre sonst. Tier. Mein Gott, ich bin nicht Tier. Da versuche ich es lieber erstmal mit Geralt. Oh, Geralt, mein Schätzchen. Was soll denn groß passieren? Das kann keine Psycho-Attacke. Was soll denn groß passieren? Ein Volltreffer ist ein Volltreffer. Und von einem fucking Garados. So, das interessiert mich nicht. Aber dafür ist sein Spukball halt unglaublich stark. Ja, nur 40 KP ab, alles cool. Gut, es kriegt ja noch wieder was zurück. Nochmal Spukball. Vielleicht ist er sogar jetzt hinüber. Bist du tot? Nee. Nein. Noch mal? Das ist gut. Gut machst du das, Garados. Gut machst du das, was jetzt mal. Spukball? Wenn es jetzt verfehlt hätte, dann wären wir in jämmerliches Weinen werden wir ausgebrochen. Wahrscheinlich, ja. Geralt und Wacker! Oh ja, bist du süß! Das hat man bestimmt im Hintergrund gehört. Bestimmt. Oh, spätestens den hat man gehört. Du bist so jämmerlich, mein Süßer. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ja. Gib mir Essen. Der hatte Essen. Der hat sich wahrscheinlich wegdrängen lassen. Vom Futternapf. So selbst schuld. Ja, das ist aber auch das Problem an Geralt. Geralt hat auch wenig Verteidigung. Ja. Aber WhatsApp braucht nur noch 2 Level. Nur noch 2. Wir sind hier unten. Ah, wir können Getränke kaufen. Sprudel. Oh, warum kann man nicht auswählen, wie viel das man da. Das ist das Wasser, das Leben. Ja. Ja. Müsste ich ja eigentlich theoretisch eine Stunde hier erstmal stehen und mir Sprudel kaufen bis zum Abwinken. Ja gut, aber ich denke mal, das wird jetzt reichen. Wir haben ja noch 3 Hypertränke. Kann man hier eigentlich in der Bude übernachten? Ja, miau! Der Abfalleimer ist leer. Das passiert nicht, das passiert nicht, da passiert nichts. Wow, da hätten sie ja ruhig nochmal irgendwas reinsetzen können, dass man da übernachten kann. Ja, bist du süß. Oder zumindest das NPC oder so. Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen wir ganz unten durch.